So, dann fahren wir mit der Großlieferung mal wieder zurück. Ich muss dann cheaten. Warum? Ich muss meinen Tankanhänger kaufen, vollladen und wieder zurückgeben. Was machst du gerade für eine Mission? Hm? Was machst du gerade für eine Mission? Ich fahre gerade zum Lagerhaus rauf, hol Holzplanken für die Smithville-Brücke und dann mache ich die Sägewerk-Missionen. Okay. Also Holzlieferung. Alles gut. Ich habe auch Holzplanken gerade geholt. Fahr jetzt mit 6 Stück. Wow. 2 am LKW, 4 am Anhänger. Und drüben gibt es auch 2 Brücken, also 3 Brücken. Mhm. Ah, die machst du gleich alle auf einmal. Dann mache ich gleich alle auf einmal, weil dann habe ich mit der Bohrausrüstung auch kein Problem und habe den Anhänger gleich ausgenutzt. Mhm, stimmt. Sind dann 3 Missionen auf einen Streich. Das ist geil, die Reifen sind rot und der eine schlackert schon nur, das sieht man nur. So. Ich habe jetzt im 6 geholt. 6 Planken. Aber es ist gut, dass du die Brücke machst, weil dann brauche ich nicht drumherum fahren. Ja, da über die muss ich auch rüber, wenn ich nach Island Lake will. Achso. Dauert aber noch ein bisschen. Na, Leihwand. So, bin ich noch am Anhängershop. Kann ich mich mit einem Hakenanhänger? So, dann dazu. So. Was denn? Cool, das geht nicht. Was denn? Das Tanken geht nicht. Warum nicht? Erfüllt man nicht voll. Man sagt, halte für auftanken, 75 Liter, aber es geht nicht. Wie viel ist im Anhänger drin? 2000. Nochmal anhängen, nochmal. Gut, theoretisch muss ich ihn nicht einmal anhängen. Stimmt. Ah, jetzt ist er voll auf einmal. Krass. Anhänger schon.
So, das heißt, ich muss da jetzt. Steppert, der Reifen ist urkaputt. Ich glaube ja, botschen. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie ich ein bisschen mehr Sprit spare. Du sparst Sprit? Ich weiß jetzt, wie ich glaube ich mehr Sprit sparen kann. Ach so, wie? Wenn ich auf den Straßen im schnellen Gang fahre. Okay. Auf den asphaltierten. Was hoch verbrauche ich dann? Ja, jetzt wird es 12 Liter, 13, 14. Im Haargang verbrauche ich dann nochmal 8, 7, 8, 6, 7. Ah, okay. Zwar nicht zu schnell, aber dafür Sprit spart. So, Holzplanken. Bam, bam. Ja, ich komm schon. Ich bin schon am Weg. Ja. Muss halt das Ganze runterfahren, aber ich komm. Schauen wir mal, wie schnell ist. Ich darf mich da jetzt auf kein Wettrennen einbauen. Meine Reifen sind im roten Bereich. Einmal bam und das könnte es gewesen sein. Kann das Ersatzreifen mit? Nope. Den habe ich schon mit. Ich glaube, das ist tankmäßig ein Gamechanger jetzt. Bitte? Ich glaube, das war jetzt tankmäßig ein Gamechanger. Das mich wie viel ich brauche, bis ich in allen League bin. Schwuppida. Was machen wir? Und sind noch da. Aber auf der Straße geht es halbwegs gut voran, das heißt, da komme ich hier schneller auch hin. Du bist gleich vom einen Weg darüber gefahren, gell? Zum Lagerhaus. Mhm. Zum oberen. Ja, ja, mal schon. Das war das. Ah ja, bei der Brücke unten hätte es auch eins gibt. Aber egal. Ich weiß gar nicht, ob die Blanken haben. Eben, ja. Oben haben sie es. Aber ich bin rübergefahren, dann haben wir die Planken von drüben geholt. Regnet hat es ja eigentlich noch nie, gell? Doch. Okay. Kann mir nicht daran erinnern.
Nicht so schlimm wie in 7 Days, aber... Sitzt eigentlich, das wollte ich dich fragen, Sartre ist dein Spieler noch immer in dem Fahrzeug drin? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, müsste ich mal schauen. Ich hatte heute das gleiche Problem. Ach so? Hm? Was uncool ist, dass man seine ganze Ausrüstung verliert. Gut, ohne Anhänger kann man da doch ein bisschen mehr brettern. Brettern, meinst du jetzt hinten brettern? Die brettern oder? Mit LKW brettern. Achso. Mit LKW brettern, mit den Brettern. So, jetzt haben wir es gleich. Bammel, bam, 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 bam. Und da ist die Brücke. Ja, schon. Das hast du gut gemacht. Schaut so schön aus. Holzig. Ich werde sie beim nächsten Mal begutachten. Ist gut. Ersatzrad habe ich hier drauf. Und was ist damit dann? Das ist halt nicht lustig. Jetzt habe ich den LKW, glaube ich, verstanden. Ich habe noch nicht einmal einen Dreiviertel Tank verbraucht. Ich glaube, dieser Automatikgang, ja,
frisst einfach so viel Sprit. Also ich glaube, weil das habe ich ja erst seit dem Getriebewechsel gefühlt. Und ich glaube, jetzt frisst dieser Automatikgang so viel mit diesem Getriebe. Ja, okay, ist stark. Na gut, ich komme. Jo.